Willkommen zu einem weiteren Part Orcs Must Die 2. An meiner Seite ist diesmal wieder Lootpad EP. Hallöchen. Jo, wollen wir mal die Orks töten. Ja. Schnell das Elixier des Schlachtens getrunken. Auch genannt Punika, Truppige Food oder sowas. Oder sowas, ja. Schleichwerbung. Ja. Wir haben gerade eine Testmap gespielt. Und also nicht mit meinem RP-Charakter, weil das wäre sonst unfair, sonst könnte ich ja da Schädel sammeln. Eins vorweg, Inu, Hanyuka und ich haben die Map ungefähr viermal angefangen. Und jedes Mal, warum auch immer, ist das Spiel zurück in den Kampagnenmodus gegangen. Das war ziemlich ärgerlich. Was, diese Map hier jetzt, oder? Ja, genau. Und ich zeig dir das Ganze jetzt erstmal. Ja, also hinter uns cool. Sind die Dinger, wo die Gegner reinkommen, ja. Einmal, zweimal. Ah, ja. Also kannst du auch achten, wir haben hier an der Decke auch Hilfen, die Loren und die Steine. Ja. Dein Bereich wäre denn quasi hier unten der, hier kommen die Gegner raus. Werde ich abgeschoben. Du kannst natürlich auch ohnmachtmäßiger, du musst aber auch gucken, weil du siehst ja links und rechts die schwebenden Spalte. Da kommen jeweils so kleine Flugviecher raus. Da kann ich dir aber auch auf der Minimap Bescheid sagen. Ich werde mich halt um die linke Seite kümmern, oder du kannst dich hier drum kümmern, wie du halt möchtest. Das ist mir völlig egal. Ja. Wo müssen die hin? Hier, einmal links bei dir und rechts bei mir. Die können dann halt natürlich auch hier über die Brücken laufen. Ich kann auch die Lore. Die Lore kann man umstellen wieder. Ja. Mir, ja, warte. Schießt die mal auf deine Seite und fährt die mal bei dir. Sehr schön. Und ja, dann würde ich sagen, ich spiele mit derselben Konstellation, wie ich immer gespielt habe von den Pfeilen her. Ja, ich werde auch so spielen wie gerade eben, denke ich. Ich muss ja erst ins Zauberbuch. Also ich werde jetzt hier erstmal. Vor der Start, sag mal Bescheid, ich habe aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Okay. War noch gar nicht so weit. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Münzpressen platziert. Oh ja, Münzpresse hätte ich gut an. Aber wie immer, die passen bei mir ja auch nicht. Okay. Nee, ich hab die schon. Die an die Decke oder wo müssen die? Nee, guck mal, ich hab die schon so gesetzt, wie sie eigentlich passen. Ah, hier, ja. Okay. Ich würd jetzt hier. Schön, dass du die bei mir hinsetzt, dann kriegst du weiß genau. Nee, du kriegst die auch. Wenn du die da drin killst, dann kriegst du auch die Punkte. Na, das hier. Dann hab ich natürlich nichts gesagt. Ja. jo, also, ich bin bereit. Ja, ich bin pleite. Wir schick mir mehr! Okay. Die Gegner kommen, glaube ich, zuerst bei dir oder war das zuerst bei dir? Bei dir. Achtung! Flieger! Hey, bei mir. Ich kümmere mich um die Flieger und du kannst dich um den Bodenscheiß kümmern. Jo. Ja. Ziemlich ärgerlich. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir hier nicht in den Abgrund fliegen. Ja. Ich habe schon Erfahrung. Ja, mit Nohanyukai zum Menü auch. Die Viecher, die sind echt ätzend. So. Ja, ich bin der weiße Pfeil auf der Linie, oder? Ja. Gut. Ich würde jetzt auch Pfeile für alle. Hier mal so Pfeilwände hinklatschen. Nein! Oh, ich dachte, ich falle jetzt runter. Gleich wird's ernst. Achtung, Flieger! Die Flieger, die sind echt nervig. Flieger, ich bin. Ja, mal versuchen, einen davon zu verzaubern. Jawohl, es klappt. Okay, das ist schon mal praktisch. Ich schieße einfach mal von meiner Seite.
deiner Oberhand. Du kannst versuchen, die Luftviecher irgendwie abzuholen. Ja, ich kümmere mich um den Boden. Ich glaube, dann geht es. Mit dem Verzaubern halt. Pass auf, bei dir kommen jetzt auch viele Viecher. Ah, okay. Sofern ich sie treffe, kann ich sie eigentlich ganz gut davon abhalten, irgendwas durch das Verzaubern. Rezaubern, okay. Wie auch immer sich das hier nennt. Also die sind. Oh, die explodieren oder? Schwierig. Ja, und die schießen vor allen Dingen so Giftkugeln auf dich. Komm mal rüber. So ein bisschen Kamera-Geld sein. Genau. Königin der Orks. Jawohl. Obwohl ich ein Mann bin, ist auch schön. Ah, wir wissen, du bist im Herzen. Du weißt schon. Ja. Also wir könnten ihn natürlich auch in die Münzpresse. Ja, das wäre eigentlich viel klüger, wenn wir sie bis hier kommen lassen. Ja, aber es braucht immer so eine Ewigkeit. Wegen den Tier. Das finde ich ein bisschen komisch. Diese Terfallen kann ich gar nicht kaufen. Gar nicht mal. Dafür habe ich halt diese Eisdinger, die direkt einfrieren. Von Charakterklasse zu Charakterklasse unterschiedlich. Ja, das wird sein. Trappbahn. Durch, oder? Später bei den großen Gegnern ist das verzaubert nicht gut. Ja. Ich hab nur gerade keinen Hammer dafür. Lass uns das nochmal machen. Brauchen wir das, denke ich, auch gar nicht. Oh, Gnadelkissen! Komm mal rüber. Sind auf dem Weg. So. Jetzt gibt's was Feines. Warte, komm jetzt wieder bei mir. Machst du wieder die Flugviecher? Ja. Sobald welche kommen. Werde ich Bescheid sagen, dann müssen wir gucken, dass wir das halt packen. Ja! Läuft! Ach, jetzt sind sie bei dir. Oder sind das Flugdinger? Wie sieht das eigentlich aus hier? Möchtest du nochmal Let's Play? Oder? Weil das ist ja eigentlich ein Let's Play-Account für PetAP. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mir ja mittlerweile mal Riptide gekauft. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist halt so ein Ding. Zeit und. Ja. Vor allem die Lust mal dran zu bleiben. Das ist so ein Ding. Ich mach's ja gerne. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Das ist ja doch etwas aufwendig. Ist ja nicht mal eben so filmen und fertig. Ja, das stimmt. Mal schauen. Ich habe ja jetzt bald noch einen Jobwechsel vor mir und dann kann ich da vielleicht ein paar mehr investieren. Okay. Je nachdem, was da die Freizeit so sagt. Steht da nur drauf rum und hat die Gegner nicht gekriegt auf der Uhr. Keine Ahnung. Aber er greift gerade mich sehr schnell mal lang. Warte. So. Oh, kannst du heilen oder was? Ja, ich hab irgendwie so einen Gürtel der Heilung oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Das wird sich hübsch an dir machen. So, wieder ein paar Sprungfallen geklebt. Kann ich die Eisfallen auch in die. Nee, kann ich nicht. Schade. In die Münzpresse wollte ich die reinsetzen, aber okay. Das geht leider nicht. Das wäre krank. Ich kann dir auch eine Münzpresse wegnehmen, dann kannst du da Eisfallen nehmen. Nee. Wollte die ja so da hinsetzen, dass ich die dann darin festgehalten werden und ich sie darin töten kann. Aber das geht leider nicht. Soweit haben sie mitgedacht. Jo, weiter geht's. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Flieger! Ja.
fast gesehen. Warte, muss ich kümmern. Ja, zum Glück nicht ganz viel Leben, die Viecher. Da ist es ab. Scheiße, jetzt kommen schon zwei Ogre. Ja, ich kümmere mich um Ent. Ein bisschen, zumindest im Versuch, nicht so gut. Oh, ein Schädel. Oh, ich glaube, ich gehe drauf. Nee, noch lebe ich. Nicht gemacht. Oh, da oben ist ein Fliege, wie ich so schießt. Jetzt ist es kaputt. Sauber. Ich mischte die Welt. Hilfe brauchst du, also muss ich sagen. Wenn du kannst, kannst du mal ein bisschen überschießen. Ja, natürlich. Scheiße. Oh Gott. Oga kann ich nochmal sauber. Wenn ich treffe, dann ist es. Zaubert, läuft da wenigstens noch weiter. Ja, zur Not werden hier noch die Steinfallen. Daus! Okay, sobald hier das Ding wieder online ist. Was ist online? So, jetzt die Heilungsgürtel. Achso, okay. Los geht's! Dann habe ich auch mal eben direkt benutzt. Schleuderfallen, die machen auch nur gute Arbeit. Ich habe jetzt 200, die sind gegenseitig mitgemacht, das ist auch nicht schlecht. Okay. Ich kann bei mir nur linke Maustaste waschen. Oh. Scheiße, jetzt würde ich mich kaufen. Der letzte, der fliegt. Ja! Ich wollte sagen, also er fliegt erstmal von der Map. Okay, krass. Ja, das sind ja die billigsten Dinger, die ich hatte. Also ich habe eine Errungenschaft gekriegt, dafür, dass du mich geheilt hast. Okay, so cool. Oh, hat was. Was ist jetzt bei mir? Leon! Was war bei dir? In der Luft! Ich glaub, Facebook hat mich gerade gebildet, obwohl ich den Browser eigentlich leise gemacht habe. Achtung! Flieger! So, Flieger ab bei dir. Ja, das klappt. Wow, du bist von einer gefallen. Ja, im Moment sieht es zumindest nach dem Perfekt aus. Udenz ist echt fies. Weil beide sterben gerade auf. Jetzt kommen auch noch die Erde dazu. Ja, die kann ich nicht gut ermessen.
Ah, ich hab das verzaubert. Hab ich getroffen. Kommst du klar? Ja, hier läuft es. Die Gegner, die ich nicht treffe, die werden meistens über die Map beschleunigt. Natürlich die Münzpresse da wegnehmen, ne? Und da die ganze Zeit einen Schleuderpfeil hinsetzen. Das wird bestimmt auch lustig aussehen. 1, 2, 5, wieder passiert. Nice. Sieh mal, ob das passt! So. Ich glaube, das werde ich auch mal eben machen. Was hast du hier noch bei mir hingesetzt? Diese Holzdinger mit den Pfeilen drauf? Sind das auch so zurückgeschleudert halt? Ja, warte. Sprungfederfalle, ja. Aber ich weiß halt nicht, ob die Gegner da laufen oder ob die eher hier bei der Schiene laufen. Die rennen überall. Okay. Ja, also ich habe die auch in Richtung Map-Ende geschickt, ne? Nicht, dass... Also, dass sie rausfliegen, ja. Nicht, dass sie direkt alles andere näher zum Ziel, ja. Hinderlich. Ich habe hier oben eine Münzpresse weggemacht und mehr Schleuderfein gesetzt. Jetzt habe ich noch 88 Münzen. Ich hier nochmal eine hin. So. Los geht's! Und schon wieder Flugviecher. Lustig. Und halt nur der Haken, dass die großen Gegner da nicht wegfliegen. Oha, jetzt wird's aber langsam echt kritisch. Das ist meine Megaton. Du kannst ja auch die Deckenfallen benutzen. Wie möchtest du? Einfach drauf dann. Draufschießen. Okay, ja, hab's. Hab's auch da, gleich verkackt. Die sind bei mir. Ja, ich glaube, die sind von mir rübergekommen, die Flieger. Aber die Fliegeviecher kommen durch bei mir. Bei mir auch. Das ist echt kritisch, ey. Ich weiß nicht, können die von mir rüberkommen? Oder halt von dir zu mir rüberkommen? Ja, ich glaube schon. Oh, ich bin gestorben. Da. Echt zu langsam. Das ist echt. Jetzt haben wir es endlich. Ah, die slowen auch noch. Das ist natürlich echt fies. Gleich wird's ernst. Ach, ach schon wieder. Das sind echt ärgerlich, die Dinge. Jo. Sehr schwer zu erwischen. Ich krieg halt den Bogen kaputt. Weil meine Waffe ist dafür nicht wirklich ausgelegt. War mit. Bei mir läuft alles, sieht halt nicht viel aus. Deine Flugviecher unten? Jo, also mal gut. Und der Oberarmorsch steht da noch weg. Das ist halt der Vorteil, dass du die Gegner bezierst. Ja, das ist doch lustiger, wenn man die alle auf einmal zündet. Warte, noch zwei. Sehr gut. Ah,
Was ist los? Nee, die hätte mich fast gekillt, die Scheiße. Sag noch was. Ich liebe diesen Job. Wird hier ein bisschen rumbezirzt und dann ist Ruhe. Legen wir los! Voll eine riesige Aufmachung. Bin gespannt. Da sind wir auf die Viecher. Ich hab schon zwei runtergeholt für die. Gemein ist ja, dass Ruge auch hinten schon. Ja. Das sind echt fiese Dinger. Wobei ich die Fliegenden eigentlich noch fieser finde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Flugviecher gibt außer die. Es wäre schön, wenn es mal Flugabwehr geht. Ah. Oh, das ist schlecht. Breite, dadurch, dass ich einmal gestorben bin. Ah, okay. Was noch? Die Zeit, oder was? Ja. Aber ich glaube, ich hatte einen Bonusschädel eingesammelt vorhin irgendwo. Ja, aufgehobene Schädel, Blut ein. Ja. Ja, okay, wir waren über der Zeit, ne, und... Ja. Verbleibende Spaltpunkte, da ist auch was durchgekommen, ne? Schade, schade. So. Aber wenigstens konnten wir die Map nun endlich mal hier beenden. Tja. Und ich schau mal, was ich hier mit meinem Pfeil noch anstellen kann. Die Sprungpfeilen, die werden erstmal gesenkt. Kosten nur noch 525. Und das muss richtig. Dann geht's ab ins Kampagnen. Und als Belohnung können wir jetzt neue Pfeilen nehmen, nämlich die Decken-Dingsies, was auch immer. Decken-Dingsies. Okay. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, sowas war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss.